Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke dir, ebenfalls, ebenso, gleichfalls. Der Deutschkurs ist großartig. Ich bin von dem Kurs genauso begeistert wie du. Ich bin Logopädin, Deutschtrainerin und Aussprachecoach. Meine Muttersprache ist Deutsch. Darüber hinaus spreche ich Spanisch, Englisch und Französisch als Fremdsprache. Wollen wir heute Abend mit dem Zug nach Stuttgart fahren? Ja, das ist ein hervorragender Vorschlag. Ich wollte ohnehin Sprit sparen und die Umwelt schonen. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu diesem Video, in dem ich dir wichtige Synonyme für auch vorstelle. Wir üben selbstverständlich mit Beispielsätzen. Wie du weißt, sprechen lernt man durch Sprechen, deshalb lade ich dich herzlich ein, die Sätze und Wörter nachzusprechen. Sieh dir auch sehr, sehr gerne mein Video mit den Synonymen für es gibt an. Das ist auch sehr hilfreich für dich, damit du deinen Wortschatz erweitern kannst auf B1, B2, C1 und auch C2 Niveau. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Sprecherfolg mit diesem Video. Das Wort auch ist ein Adverb und kann mehrere Bedeutungen haben. Im Folgenden stelle ich dir 4 dieser Bedeutungen vor und gebe dir natürlich entsprechend Synonyme. Bedeutung Nummer 1. Ebenso, ebenfalls oder gleichfalls. Ich gehe jetzt nach Hause, weil ich müde bin. Ich werde ebenso nach Hause gehen. Ich werde ebenfalls nach Hause gehen. Ich werde gleichfalls nach Hause gehen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke dir, ebenfalls. Ebenso. Gleichfalls. Ich wünsche dir ebenso ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir ebenfalls ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir gleichfalls ein schönes Wochenende. Genieß die freie Zeit. Frau Meier, ich habe meine Arbeit für heute abgeschlossen. Dürfte ich Feierabend machen? Ich möchte gleichfalls betonen, dass ich meine Aufgaben für heute erledigt habe und gerne Feierabend machen würde. Ich möchte ebenso betonen, dass ich meine Aufgaben für heute erledigt habe. Ich möchte ebenfalls betonen, dass ich meine Aufgaben für heute erledigt habe. Kommen wir nun zu Bedeutung 2. Genauso oder ebenso. Der Deutschkurs ist großartig. Ich habe so viel Freude, die Übungen durchzuführen. Ich bin von dem Kurs genauso begeistert wie du. Ich bin von dem Kurs ebenso begeistert wie du. Hallo zusammen! Seid ihr schon länger hier? Ja. Dann hätte ich ebenso gut früher kommen können, weil ich heute schon früher Feierabend gemacht habe. Dann hätte ich genauso gut früher kommen können. Du bist genauso nett wie meine besten Freunde. Du bist ebenso nett wie meine besten Freunde. Vielen Dank für das liebe Kompliment, über das ich mich sehr freue. Drittens, wir können auch im Sinne von außerdem, daneben, darüber hinaus, weiterhin, des Weiteren, ferner, zudem, überdies verwenden. Am Wochenende haben mich meine Freunde aus Bayern besucht. Ich habe ihnen unsere wunderschöne Stadt gezeigt. Außerdem haben wir in einem sehr feinen Restaurant zu Abend gegessen. Sie ist in Vollzeit berufstätig und muss sich daneben noch um ihr Baby kümmern und den Haushalt besorgen. Ich bin Logopädin, Deutschtrainerin und Aussprachecoach. Meine Muttersprache ist Deutsch. Darüber hinaus spreche ich Spanisch, Englisch und Französisch als Fremdsprache. Während unseres Urlaubs waren wir in der Schweiz. Des Weiteren haben wir einen Ausflug nach Österreich unternommen.
Weiterhin haben wir einen Ausflug nach Österreich unternommen. Für das Make-up benötigen wir eine Grundierung, Puder, Wimperntusche, ferner einen Lippenstift, Lidschatten und Rouge. Wie war das Open Air gestern? Es war kalt. Zudem stürmte und regnete es. Aber die Bands waren genial. Fährst du dieses Jahr eigentlich in den Urlaub? Ich habe wegen meiner Arbeit keine Zeit. Überdies fehlt mir das nötige Kleingeld. Die vierte und letzte Bedeutung von auch ist ohnehin und sowieso. Wollen wir heute Abend mit dem Zug nach Stuttgart fahren? Ja, das ist ein hervorragender Vorschlag. Ich wollte ohnehin Sprit sparen und die Umwelt schonen. Ich möchte heute noch in den Supermarkt, um meine leeren Flaschen abzugeben. Das brauchst du nicht. Ich gehe sowieso hin und kann sie mitnehmen. Super! Danke dir! Ich revanchiere mich bei dir. Das waren die vier Bedeutungen von auch und die jeweiligen Synonyme. Kanntest du schon alle Synonyme oder waren einige für dich neu? Schreibe mir gerne deinen Satz mit einem Synonym in die Kommentare oder gerne auch mehrere Sätze. Ich freue mich darauf. Schau gerne unten in die Beschreibung, denn dort findest du auch mein kostenloses E-Book mit meinen 5 besten Aussprachetipps für dich sowie weitere Infos zu meinen Kursen und zu mehr Videos. Wenn das Video für dich hilfreich war, freue ich mich sehr, wenn du ihm einen Gefällt mir gibst und auch meinen Kanal abonnierst, denn hier findest du immer die neuesten Videos zur richtigen deutschen Aussprache. Ich wünsche dir ein fantastisches Wochenende, lass es dir gut gehen und denk immer daran, dass du wertvoll bist und dass die Welt dich braucht.